Die Bundestagswahl vom 28. September 1969 sollte insbesondere Geschichte schreiben, da es im Anschluss an ihr zur Ausbildung der ersten sozialliberalen Koalition zwischen der SPD und FDP und zur Wahl des ersten Kanzlers der SPD namens Willy Brandt kam. In diesem Video will ich euch das Wichtigste zu jener Bundestagswahl vorstellen. Blicken wir dafür auf die Ausgangslage. Amtierender Kanzler vor der Wahl war Kurt-Georg Kiesinger von der CDU, der am 1. Dezember 1966 im Laufe der Legislaturperiode das Amt des Bundeskanzlers von Ludwig Erhard übernommen hatte. Mit Kiesingers Kanzlerschaft bestand die Regierung auch aus einer neuen Koalition. Statt mit der FDP koalierte die Union nämlich mit der SPD, sodass eine große Koalition entstanden war, die über etwa 90% der Sitze im Bundestag verfügte. Im Vorfeld der Bundestagswahl verdüsterten sich allerdings die Vorzeichen für die Union, auch nach der Wahl noch den Kanzler stellen zu können. Die FDP legte nämlich unter ihrem neuen Bundesvorsitzenden Walter Scheel einen Schwenk nach links hin. Dieser Schwenk war zwar parteiintern nicht unumstritten, doch dadurch wollte sich die FDP von der Union als einzigen Koalitionspartner lösen. Zugleich wollte sich die FDP für neue Schichten und vor allem auch jüngere Wähler öffnen, was unter Fortführung des alten Kurses nicht möglich war. Dass eine Koalition zwischen FDP und SPD auf Bundesebene möglich war, zeigte sich schon rund ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, als es darum ging, einen neuen Bundespräsidenten zu wählen. Mit Hilfe der Stimmen der Liberalen wurde nämlich der SPD-Kandidat Gustav Heinemann zum Bundespräsidenten gewählt und nicht der CDU-Herausforderer Gerhard Schröder, der nicht mit dem späteren Kanzler der SPD zu verwechseln ist. Somit war für die Union klar, sollte die NPD, der gute Chancen auf einen Einzug in den Bundestag prognostiziert wurden, es nicht in den Bundestag schaffen, konnte nur eine absolute Mehrheit der Union sicher die Kanzlerschaft retten. Wo wir schon beim Wort Kanzlerschaft sind, sollte ich sicherlich noch kurz die Spitzenkandidaten nennen. Auf Seiten der Union strebte Kiesinger logischerweise nach einer Fortsetzung seiner Kanzlerschaft. Sein Kontrahent auf Seiten der SPD war erneut Willy Brandt, der ursprünglich nach der letzten Bundestagswahl 1965 gesagt hatte, nicht erneut als Spitzenkandidat antreten zu wollen, aber im Zuge der Regierungsbeteiligung der SPD seit 1966 seine Meinung geändert hatte. Blicken wir damit auf das Wahlergebnis. Die Union erzielte 46,1% der Stimmen und musste 1,5% an Verlusten hinnehmen. Auch wenn sie damit vor der SPD lag, konnte sie nicht die absolute Mehrheit an Mandaten erzielen. Die SPD schnitt zum vierten Mal in Folge besser als bei der jeweils vorherigen Bundestagswahl ab und lag mit 42,7% nur noch 3,4% hinter der Union. So nah war sie an der Union noch nie dran. Die FDP musste derweil deutliche Verluste hinnehmen, konnte aber mit 5,8% die 5%-Hürde knapp überspringen und weiterhin Teil des Bundestages bleiben. Die NPD, der man, wie ich bereits gesagt habe, gute Chancen für das Überspringen der 5%-Hürde prognostiziert hatte, schaffte es letztlich mit 4,3% nicht in den Bundestag einzuziehen. Da auch keine der sonstigen Parteien, die zusammen auf 1,1% kamen, den Einzug ins Parlament schafften, blieb es bei 4 Parteien im Bundestag. Wenn wir auf Gewinner und Verlierer blicken, sehen wir, dass die SPD mit einem Plus von 3,4% die größten Gewinne eingefahren hat. Die NPD hat zwar auch ein deutliches Plus erzielt, doch reichte dieses, wie gesehen, nicht zum Überspringen der 5%-Hürde. Auf der anderen Seite verlor die Union 1,5% und wurde diesbezüglich nur von der FDP übertroffen, die mit 3,7% das größte Minus aufwies. Wie sah die Sitzverteilung aus? Die Union sicherte sich von den 496 Mandaten 242 und hatte freilich weiterhin die größte Fraktion, jedoch verfehlte sie die absolute Mehrheit. Die SPD kam auf 224 Sitze und die FDP auf 30. Daneben gab es noch die für die Koalitionsoption nicht wichtigen 22 Vertreter aus West-Berlin, die nicht über Gesetzesvorlagen abstimmen durften. 13 dieser 22 Abgeordneten gehörten der SPD, 8 der CDU und einer der FDP an. Durch dieses Wahlergebnis verfügten SPD und FDP tatsächlich über eine absolute Mehrheit. Nicht jeder in der SPD war jedoch von einer derartigen Koalition überzeugt. So befürworteten zum Beispiel der damalige Fraktionschef Helmut Schmidt und sein Nachfolger Herbert Wehner eine Fortführung der schwarz-roten Koalition, weil ihnen die SPD-FDP-Mehrheit zu gering erschien. Letztlich aber setzte Brandt sich durch. Bereits in der Wahlnacht kontaktierte Brandt den FDP-Vorsitzenden Scheel und die erste sozialliberale Koalition wurde gebildet. Am 21. Oktober 1969 wurde schließlich Brandt mit 251 zu 235 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt. Damit hatte die SPD erstmals das Amt des Bundeskanzlers bekleiden können. Die Union musste derweil als stärkste Kraft zum ersten Mal in die Opposition und sah die FDP als Verräterin an. So viel mal zur Bundestagswahl 1969. Unten in der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Links zu Videos zur Geschichte der BRD, zum Beispiel eines zur Kanzlerschaft Brandts oder eines zur vorgezogenen Bundestagswahl von 1972.